Hier, dann reiß den ganzen Satz ab. Boah, was blöd, ey. Da klappt aber wieder alles nicht zusammen. Wegen einem blöden, fehlerhaften Stein. Das kann es doch nicht sein, sowas. Das ist nervig, ey. Ja, komm, das Ding kannst du auch abreißen. Hier, kannst alles abreißen. Bringt alles nichts mehr. Ist alles für den Arsch, was ich gebaut habe. Nur wegen diesem verkackten Stein, der irgendeinen Fehler hat, irgendein Kollisionsproblem. Ist unglaublich, ehrlich. Das ist ein reines Programmierproblem, nichts anderes. Gegenstand ist für irgendwas reserviert, du kannst nichts damit machen und nichts funktioniert mehr in der Ecke. Also das ist richtig ätzend nervig. Dann müssen sie die scheiß Insel mal rechteckig machen, ohne diesen ganzen Gefirle hier, damit du mal vernünftig auch mit Fläche bauen kannst. Du musst ja alles zusammen, hier, so ein Wasserloch da. Also was soll das denn? Kann doch kein Mensch arbeiten. Will ich nicht schön bauen? Sowas regt mich gerade ein bisschen arg auf. Die Performance, die ist wirklich Mist. Warum geht die jetzt so in den Keller? Das muss doch nicht sein. Andere schaffen das doch auch. Gut, nach knapp 6 Stunden darf man auch ein bisschen nölig werden, oder? Dieses Gold nicht weg, weil natürlich alle Goldlager voll sind. Nee, 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 nee. Es liegt hier wieder Holzkohle rum. Auch so ein Problem. Heute den ganzen Tag nur Probleme mit Holzkohle gehabt. So, wo sind denn die Inserter wieder? Wir brauchen hier... Und hier brauchen wir einen langen. Das Ding ist doch schon wieder falsch gebaut. Da kannst du mir doch erzählen, dass das passt doch alles nicht zusammen. Alter, ist das kompliziert alles. Vor allem, wenn du den ganzen Mist schon einmal hinter dir hast, weißt du?
Vor mehr als 3 Stunden war ich da noch ein bisschen fitter für. Alles nur wegen eines Blockes. Das ist so ärgerlich. Was, einfach nur, weil du was umbaust und das Spiel dann sagt, ja, Pech, ne? So. Dann müsste hier ein Inserter hin, der nimmt das raus, legt es aufs Fließband, das Fließband fährt dahin, bringt es dahin, er bringt es und lagert es dann endgültig ein. Das heißt, wir müssten dann hier auch einen Depotausgang machen. So, dann nächste brauchen wir den Schmelzofen. Ein Inserter. Der das da hinliefert, das Ding, seht ihr, zack, ist das gebaut. Wird aufgerüstet zu einem großen Depot. Ein weiterer Inserter brauchen wir hier und hier. Und einen Langarm-Inserter brauchen wir hier. Dann brauchen wir ein Fließband von hier nach hier, bitte gerade, abbrechen, abbrechen. Boah, gehen die Performance gerade in den Keller. V, geh doch nach oben. Du brauchst, das ist jetzt gerade echt schwere Konzentrationsarbeit für mich. Ne? Eingang. Eingang, nicht Ausgang. Eingang. Warum nehme ich denn Ausgang? Ihr merkt, ne, ich bin nicht mehr so fit für sowas, also müssen wir Schluss machen. Also. Und du nimmst nicht alles, sondern bitte nimm nur Eisen. Sei so nett. Und du nimmst bitte nur Gold. Du nur Gold. Und du nur Eisen. Hier muss jetzt noch ein Ausgang hin. So. Könnt
Könnte sein, dass ich da einen Inserter vergessen habe. Kann, theoretisch, ne? Puh. Denn irgendjemand muss es ja hier rausgrabbeln. Ja, die sind natürlich jetzt schön wieder weggefressen und benötigte Güter nicht verfügbar. Holzteil und Maschinenteil. Das können wir mal auflösen hier. So, Maschinenteil braucht Kupfer und Eisen. Dann ladet mal bitte das Eisen jetzt darüber. Damit wir mal gucken können, ob das jetzt so halbwegs funktioniert. So, Eisen wird geschmolzen. Er nimmt das Eisen, er legt es rein, es wird ruckelig transportiert. Alles klar. Also Eisen funktioniert jetzt wieder. Was ist mit Gold? Gold wird geschmolzen. Geht aufs Fließband. Und wird eingelagert. Sehr gut. Das heißt, das Einzige, was wir jetzt noch aufrechterhalten müssen, ist, dass wir genug Kupfer kriegen, dass wir ein bisschen Gold kriegen. Puh. Was ist denn, wenn wir das hier aufteilen? So, das hier... Das hier zum Goldlager machen und das nicht hier rein, sondern das hier rein. So, du darfst Gold und nur Gold, ja? Mal Sternchen raus, nur Gold. Das heißt, wenn jetzt was kommt, Gold hier rein. Du hebst bitte mal alles auf. Ein bisschen Tonlager. Jetzt müssen wir hier noch ein Lager hinmachen für nur Eisen. So, dann darfst du auch Eisen importieren. Und hier haben wir nur noch das Erz. Nicht hier rein, sondern nur da rein. Du kümmerst dich nur noch um das ganz normale Kupfer.
So. Wobei ich ehrlich gesagt finde, dass wir hier besser Gold reintun. Und hier besser Kupfer. Das aufheben und sagen hierhin. Das aufheben und sagen hierhin. Ja, die machen das schon. Ich bin da sehr zuversichtlich. Nee, die Performance bricht so stark ein, das ist gerade nicht mehr so schön. Aber wir haben auch im Grunde, die Insel haben wir gewonnen. Hier gibt es irgendwelche Probleme, Warnung. Was hast du denn? Arbeiter benötigt besseres Werkzeug. Welcher Arbeiter benötigt, wer hat denn hier schlechtes Werkzeug? Also jetzt mal bei aller Liebe, wir haben hier eine riesige Auswahl an verschiedenster Werkzeuge. Vielleicht kein Eisenhammer, aber da wüsste ich auch nicht, wofür man den braucht. Der soll aber produziert werden. Dann hol dir doch einfach ein besseres Werkzeug. Hm? Also das muss doch jetzt nur wirklich nicht... Wer das auch immer ist, keine Ahnung, aber wie gesagt, es wird alles hergestellt, daran soll es nicht scheitern. Das nächste ist, keine Waren akzeptiert, kann ich mit leben. Was hast du für ein Problem? Benötigte Güter nicht verfügbar, weil du Maschinenteile brauchst. Ja, ja, ja. Aber du sagst mir nicht, welches Werkzeug, ne? Also hier steht, schau dir den Info-Tooltip der Pflanzen an, um zu sehen, welche Art und Qualität von Werkzeug du benötigst. Kakaobaum. Funktioniert wohl noch nicht so ganz, ne? Also ich denke mal, eine Axt wäre hier nicht schlecht. Und Äxte? Gibt es nicht. Es gibt Hammer, Schaufel, Schwert und Eisenspitzhacke. So, jetzt ist ein Hammer da. Jetzt könnte das Problem ja gelöst werden. Ich meine auch, ich hätte noch ein paar Hämmerchen. Ich gebe mal 4 Hämmerchen raus, die können dann hier eingelagert werden. Getränke haben wir genug, Essen haben wir genug. Perfekt, also ich kann das Spiel... Nee, Niklas, heute nicht mehr. Also ich habe jetzt, wie gesagt, 6 Stunden gestreamt. Irgendwann muss auch mal gut sein. Man muss auch, auch wenn es Spaß macht, man muss auch mal entspannt was anderes tun. Insofern, wir haben morgen früh um 9 Uhr unser Meeting für Echo. Und dann muss das auch mal reichen, weil ich sitze die ganze Zeit hier auf diesem Stuhl. Ich spüre schon meinen Hintern kaum noch. Insofern ist das mal ganz gut, ein bisschen ruhiger zu treten und den Sonntag angenehm ausklingen zu lassen. Aber nicht mit Streamen, sondern mit faul auf der Couch rumliegen. Erstmal lecker was essen, entspannen. Weil man merkt, so langsam ist der Lack ab. Ne? Wir haben unsere Samstage, das ist doch schon mal was.
Zwischendurch finden wir bestimmt auch nochmal Zeit. Aber nach so einem Tag wie heute muss das nicht mehr sein. Die Nacht war auch viel zu früh wiederum. Judy, okay. Also dann lass ich es bis zur nächsten Insel noch ein bisschen weiterlaufen und dann gucken wir mal, wann wieder Zeit ist. Denn der nächste Stream bedeutet die nächste Insel. Natürlich, eine der Grundvoraussetzungen ist, dass erstmal die Läger hier wieder brechend voll sind mit Material. Nur so macht das ja Sinn. Wir wollen uns ja schließlich weiterentwickeln. Eine Menge gelernt in dieser Folge und auf jeden Fall nochmal vielen Dank an Cyman für seinen Host und die vielen netten Menschen, die ich gerade kennengelernt habe. Und einfach mal ein wenig übervölkert zu werden im Stream-Chat. Wobei das wahrscheinlich total harmlos ist, aber trotzdem. Es war eine interessante und schöne Erfahrung. Also, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend, einen schönen Sonntagabend. Und für die, die das hier in vielen, vielen, vielen Wochen auf YouTube sehen, noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt mir gewogen und wir sehen uns ja, technisch morgen schon wieder zu einer neuen Folge von Kirby Factorium oder zu einem der vielen anderen Let's Plays auf meinem Kanal. Macht es gut. Bis dahin. Ciao, ciao.